Sandra. Ich bin Ralf. Und gemeinsam machen wir in Heilbronn eine Kinderdisco, die Kidisco. Das ist eine Mitmachdisco und ich bin vorne auf der Bühne und ich animiere die Kinder zum Tanzen, zum Mitmachen und Mitsingen. Also zu unserer Kinderdisco kommen Kinder von 2 bis 11 Jahren. Wir nehmen aber auch schon einjährige Kinder, hatten wir auch schon. Die krabbeln, gucken dann komisch, aber haben auch schon alle mitgemacht und Spaß gehabt. Auch wenn die Mütter da ein bisschen Angst haben wegen der Lautstärke, haben wir aber auch geregelt. Das ist alles im Rahmen und die haben alle sehr viel Spaß dabei. Also ich gehe auf die Bühne in meinem wunderschönen Kostüm und eröffne das Ganze. Ich mache eine Anmoderation. Ich erkläre den Kindern und auch den Erwachsenen, wie alles abläuft. Und dann starten wir mit der Musik und ich bin quasi vorne und es kommen diverse Kinderlieder, die auch gängig sind, wo eigentlich schon viele auch mitsingen und mitmachen können. Und ich stehe dann vorne und tanze alle Lieder quasi vor und die Kinder tanzen im besten Fall nach und haben viel Spaß dabei. Also buchen können uns Kindergärten, städtische Institutionen, wenn zum Beispiel Kinderfeste anstehen, Sommerfeste. Wir haben schon Hochzeiten gemacht, wo die Brautpaare nicht wussten, was machen wir denn eigentlich mit den Kindern. Dann kommen wir vorbei, bauen alles auf, unterhalten die Kinder. Wir können private Feiern, Kindergeburtstage machen und wir sind offen für alles, was noch so kommt. Ja, wir machen auch eigene Veranstaltungen in verschiedenen Locations und da könnt ihr ja alle gerne mal vorbeikommen und schauen, ob euch das zusagt oder nicht und uns dann natürlich buchen über unsere Homepage. Die Idee ist eigentlich ganz einfach. Wir waren auf einigen Urlauben, unter anderem Campingplätze und da gab es abends immer so ein Animationsprogramm für Kinder. Und irgendwann haben wir uns angeschaut und gedacht, die Kinder haben echt viel Spaß, aber richtig gut machen die das da auch nicht. Und vielleicht, da wir schon lange zusammen auflegen, kriegen wir das sogar besser hin. Ja, und dann haben wir das halt einfach mal gemacht. Sehr, sehr gut an. Also die ersten beiden Male, als wir die Kidisco gemacht haben, war es unglaublich voll. Also es waren so viele Kinder da, dass wir da standen und gedacht haben, um Gottes Willen, passen die da alle rein? Was haben wir denn da losgetreten? Also es war echt eine ganz arg schöne Resonanz und man hat gemerkt, dass sowas in Heilbronn auch wirklich gefehlt hat, so ein Angebot für die Kleinen. Also wir haben eine Popcornmaschine. Bei uns gibt es immer frisches Popcorn, es gibt diverse Süßigkeiten. Wir haben auch themenspezifische Merch-Sachen gehabt, jetzt an Halloween was anderes als an Weihnachten. Irgendwelche Blinkeringe oder Armbänder oder, ja, also ich würde schon sagen, da ist für jedes Kind wahrscheinlich was dabei. Wir würden immer das Rundum-Sorglos-Paket dabei haben, ja. Und es tut mir leid, es ist sehr viel ungesundes Zeug dabei. Also es muss schon Zucker sein, das tut uns leid. Aber die Kinder tanzen meiner Meinung nach dann auch besser mit, wenn sie Blinke-Blinke und Süßigkeiten haben.